Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir VR-Chat auf dem Catwalk CVR Treadmill. Das haben sich einige aus der Community gewünscht. VR-Chat ist ja nicht so das Spiel, was ich jeden Tag zocke, deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich das nicht so gut kann oder nicht so viel weiß darüber. Trotzdem versuchen wir einfach mal ein bisschen da drin rumzurennen, ein bisschen Sachen zu machen, ein bisschen gucken, wie die anderen Leute darauf reagieren oder so, verschiedene Welten besuchen und schauen mal, wie das alles so ist. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodius VR, Opermann Events, Peter Wasmeier, Andy DeFelser, VR Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, guckt mal, wo ich jetzt hier bin. Guckt mal, wo ich am Start bin. VR-Chat. Und ja, ihr seht, ich stehe auf dem Catwalk und wenn ich jetzt hier anfange zu laufen, dann macht er das auch im Spiel. Geil, oder? Völlig verrückt. Oh, ich mache mal das Mikrofon gerade aus, ne? Genau. So. Wie sieht das eigentlich aus? Ja, Full-Body-Tracking ist jetzt natürlich schwierig, weil ich habe ja schon diese Tracker für die Treadmill am Fuß. Deswegen wird es schwierig. Ach, für alle, die sich fragen, warum läuft er denn jetzt nicht mal in Socken oder in anderen Schuhen? Das geht nicht, Leute. Diese Schuhe gehören dazu und die haben so eine spezielle Oberfläche halt, ne? Und deswegen brauche ich die. Und da sind ja auch die Tracker dran angebracht. Sonst sind wir halt einfach nicht getrackt. Wir können natürlich auch schneller rennen, ne? Das geht natürlich auch. Das ist schon abgefahren. Und wir können, ach so, wichtig ist natürlich auch, dass ihr im Menü in dem Spiel einstellt, Standing Play, also im Seated geht natürlich nicht, das macht keinen Sinn. Und, wenn ihr das Spiel noch nicht oft gezockt habt, es gibt so eine Third Person, das ist, glaube ich, auch von Anfang an eingestellt. Da geht so ein virtueller Charakter an einen bestimmten Punkt und dann teleportiert ihr euch dahin. Das ist das hier, Holoport. Das müsst ihr ausschalten, sonst geht das nicht. Sonst ist das ganz, ganz komisch. Das könnt ihr nicht machen. Ich kann euch das mal zeigen. So. So. Guck, jetzt habt ihr da so einen virtuellen Charakter, der hier nach vorne läuft. Ich meine, theoretisch geht das zwar auch, ist aber natürlich total bescheuert. Ne, deswegen macht das bitte aus. Das ist bei einigen Spielen so, ne? Bei manchen Spielen ist zum Beispiel Teleport aktiviert und das kannst du dann natürlich nicht machen. Ne, das funktioniert logischerweise nicht. Warum ist hier eigentlich niemand? World. Among Us. Gott. Da müssten jetzt aber Leute abhängen eigentlich, ne? Stand ja 3. Nein? Ah, doch, da sind sie. Aber ich mach aber trotzdem das Mikro aus. Ich will jetzt nicht, dass die da... sind ja wahrscheinlich nicht unbedingt Deutsche. Wenn die wüssten, dass ich jetzt hier mit dem Catwalk rumeiere, die würden sich auch wundern. Was machen die denn da vor dem Spiegel? Also ich bin überhaupt nicht so der VR-Chat-Spieler. Ich kenne mich überhaupt nicht mit dem Spiel aus. Ich weiß nur, dass es halt ein Social-VR-Game ist und ja, da kannst du halt verschiedene Welten besuchen, auch verschiedene Spiele spielen und alles, was du halt normal machen kannst, kannst du natürlich dann auch mit dem Catwalk C machen. Ne? Also das ist, jetzt versuchen wir mal. Ja, das ist natürlich jetzt, ja, gar nicht so einfach, das Zeug hier aufzuheben, ne? Oh, Gott. Ah, Remote Pickup musst du dann machen, ne? Hahaha. Weißt du Bescheid? Achso, was ich euch auch noch zeigen kann, wir können auch noch mit dem Thumbstick ganz normal rumlaufen. Ne? Wenn ihr gerade mal irgendwie
schwach seid und habt keinen Bock mehr. Ne, das geht auch. Ihr seht, ich bewege mich nicht auf dem Catwalk. Jetzt kann ich hier mit dem Thumbstick. Aber ja, das will ich euch natürlich nicht zeigen. Wir wollen ja hier rumlaufen. Ja, die tanzen jetzt hier rum. Avatar-Testing. Ich kann halt jetzt überall reingehen. Kannst halt verschiedene Sachen machen, kannst rumhängen. Aber was du halt natürlich nicht machen kannst, ist dich einfach mal hinsetzen. Ne? Das geht nicht. Also das hier ist das Maximale und ich kann mich nicht einfach fallen lassen. Das geht nicht, weil dann reißt es mir meinen Bauch auf irgendwie. Das geht nicht. Hallo. Das, also ich weiß nicht, ich bin schon irgendwie verrückt. Achso, das habe ich euch schon gezeigt. Ne? Rückwärts gehen geht auch. Also mit dieser Bewegung einfach in der Mitte, den einen Fuß in der Mitte und den anderen nach hinten. Das funktioniert natürlich auch. Was ist das? Einfach mal reingehen. Wir gehen einfach mal überall rein. Jetzt lädt er hier was runter. Cool, eine Bar. Moin, Leute, moin. Das Gute ist natürlich, wenn du ratzeblau bist und fällst normalerweise um. Das geht gar nicht. Du kannst nicht mehr umfallen. Du kannst... Ja, das ist richtig geil für Besoffene, das Ding. Geil. Ist mir jetzt mal gerade aufgefallen, wo ich die Bar gesehen habe. Müssen wir auf den Pott? Nee, ne? Noch nicht. Noch nicht. La, 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 la. Oh, wir sind hier irgendwie falsch. Wieso ist eigentlich immer automatisch das Mikrofon an? Kann mir das einer erklären? Der soll das mal auslassen. Kann man wahrscheinlich irgendwo in den Einstellungen machen. Wie gesagt, ich bin nicht der Pro-Gamer hier in VR-Chat. Hä, wieso ist mein Spiegelbild weg? Ich bin unsichtbar. Nein. Geil, aber das funktioniert tatsächlich relativ gut, muss ich sagen. Also, da kann man nicht meckern. Man gewöhnt sich halt auch immer mehr daran, ne, mit diesem Ding hier rumzulaufen. Es ist halt laut. Das kann ich nur immer wieder sagen. Es ist laut und das ist halt scheiße. Das ist halt leider scheiße, muss man sagen. Worlds. Among Us. Was geht hier? Gehen wir mal hier rein. Problem ist, ich kann natürlich jetzt nicht diesen ganzen Shit aufnehmen, den die ja teilweise erzählen. Das heißt, wenn die irgendwas rumfluchen oder wenn hier Musik kommt, dann muss ich das natürlich rausschneiden. I'm unable to respond to inquiries. Boah, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt schon wieder das Mikrofon an. Haha, geil. Was ist das denn? Lustige Kollegen hier. Können wir hier einfach durchgehen? Hallo? die Leute sind alle so verrückt hier. Die sind jetzt hier ernsthaft in der Sauna. Verrückt. Haha. Guck mal, der Kollege hier. Hallo. Schon geil irgendwie. Schon richtig cool gemacht. Da oben kannst du abchillen. Wie kommt man denn da hoch? Achso, von da, ja. Sehr krass, Leute, oder? Was sagt ihr? Also, puh, ist ganz schön... Es ist schon anstrengend, die ganze Zeit hier rumzulaufen. Das muss man schon ehrlich sagen. Wie kommt man denn hier wieder raus? Wahrscheinlich nur so, ne? Oh. Also für die, die das Spiel nicht kennen, also hier kannst du halt in verschiedene Welten reingehen, ne? Also und hier bei Hot sind halt die, die gerade angesagt sind, ne? Ich glaube, hier wird es ein bisschen schwierig, weil... Das müssen wir mal gucken, wie das hier mit der Locomotion funktioniert. Initializing World.
Patreon. This world is an unofficial fan-made tribute to Among Us. Nee, Leute, ich kann das euch nicht mit euch zocken, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie das geht. Auf jeden Fall könntest du jetzt hier auch alles zocken. Also das ist quasi keine Grenzen gesetzt. Du kannst hier alles machen, was du willst. Sehr, sehr cool, oder? Also gehen, ducken, rückwärts gehen. Alles am Start, alles am Start. Naja, Leute, ich würde sagen, das reicht mal für den ersten Test. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. VR-Chat, Leute, wer hätte das gedacht, dass das funktioniert? Naja, ich meine, klar, also das hat sogar sehr gut funktioniert. Diese Catwalk-Gateway-Software, die hat das erkannt als VR-Chat, hat das richtige Profil eingerichtet und dann hat das funktioniert. Und das Einzige, was ihr wirklich machen müsst, ist dann halt diesen Third-Person-Modus deaktivieren und in den Standing-Modus schalten. Und dann klappt das, ja, dann könnt ihr das ganz normal zocken. Könnt auch rumrennen, durch die Portale rennen, anderen Leuten labern, auch ein paar Spielchen spielen. Das ist kein Problem. Ne? Also das Einzige ist halt wieder, erstens, das ist sehr anstrengend. Also 20 Minuten ist wirklich fast das Limit. Zweitens ist es nicht so genau. Also ne, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt genau vor diesem Tisch stehen bleiben will und das aufheben will, allein diese Bewegung zum Aufheben, dass man so ein bisschen nach vorne geht, dann kann das Ding schon denken, dass du wieder einen Schritt nach vorne willst, dann stehst du auf den Tisch drauf und halt ist es laut. So sieht's aus. Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf frühen Zugang zu meinen Videos oder hinter den Kulissen-Videos oder eine Spezialrolle auf meinem Discord, gerne ab 1 € im Monat könnt ihr auf Patreon oder der YouTube-Kanalmitgliedschaft Mitglied werden, die gute Sache supporten und da würde ich mich sehr freuen. Unter dem Video findet ihr den Link. Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao. Voodoo.de